Jungs, wir haben einen Basis- oder mittlere Icon-Spielerwahl. Dieses Scheißpack kostet einfach 800.000 Münzen. Ich weiß ganz genau. Wir werden nichts ziehen. War ein Witz, ne? Aber trotzdem haben wir die Hoffnung, Jungs. Eigentlich nicht. Nee. Nee. Nein. Feierabend. Nein. Es gibt wirklich geisteskranke Spieler. R9, Rullitz, Kräuf. Lack, hör doch auf, was habe ich dir getan? Natürlich gibt es aber sowas wie Littmann, Lordrup und so weiter auch. Bevor wir reingehen, Jungs, stoppt das Video einfach mal bitte jetzt und liked mal alle und kommentiert mal, was ihr gezogen habt. Wir fangen jetzt mit dem Video an. Lack, hör doch mal auf, ihr Arme. Intro war wirklich cringe, glaube ich, Jungs. Oh, really? Wir fangen jetzt mit dem Video an. Let's go. Jo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Sego und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es wirklich ein Scampack. Ja, warum Scampack? Ich habe gerade ein paar Streams gesehen von meinen YouTube-Kollegen, Stream-Kollegen da draußen. Ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ich habe Bauchschmerzen bekommen, als ich diese Scheiße SBC gemacht habe. Ich hoffe, ihr habt was Cooles gezogen. Schreibt gerne unter den Kommentaren. Unter anderem, wir sind jetzt online auf Twitch. Kommt vorbei. Wir ziehen noch zwei Iconbags von mir. Ansonsten lasst ein Like da. Rekord, Jungs. 5000 Likes, dann mache ich mir eine Glatze, Kappa. Und ja, zu Gast haben wir Max. Was geht ab, mein Freund? Ja, gut, Jungs, was geht? Heute mal, also Jungs, EA hat die Iconpicks. Und das ist das Heftigste eigentlich, was rauskommen kann, so in Sachen Iconpicks. Also von daher, Leute, lasst ihr Supporter. Und ich hoffe, du ziehst jetzt einen 94er 9. So, ich gehe rein. Beziehungsweise bei Max haben wir auch was gedreht. Checkt auf jeden Fall aus. Ich bin gehypt. So, Bro, bist du bereit? Let's go, Junge, bitte, bitte. Brasilien, MS oder ST, bitte. So, die mich kennen euer hier auf Twitch, die halt folgen, ne? Ich gehe mal da in die Ecke und ich ziehe mal was Geiles. Und ich gehe jetzt rüber. So, jetzt. 3, 2, 1, go! Bitte! Ja, ja, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, besser. Ist okay, Digga. Ich bin zufrieden, weil man hat gar keine Hoffnungen hier. Brasilien, ja, der kostet auch 439.000. Ist zwar kein W, aber kein L. Ich habe KK gezogen. KK geht. 89er? Ja, 89er. Obermasse und geht vollkommen klar. Ist okay, Jungs. Geht, ich bin wirklich geht vollkommen zufrieden. Klar, sage ich ehrlich. Ich bin zufrieden. Komplett okay. Ich habe da ja, geisteskranke ja. Sachen gesehen, Jungs. Lass sein. KK nehmen wir mit. Wir bauen die Teams. Let's go. So, Jungs, da sind wir wieder. Und zwar, ja, ich bin zufrieden. KK 89 ist schon super. Ja, ich halte rein. Erste Runde, wir gehen rein. Let's go. Okay, let's go. Ich gehe rein links mit einem Spieler, auf den habe ich so ultimativ Bock, weil ich ihn gefühlt noch gar nicht gespielt habe. Das ist eine geile, geile Karte. Pulisic, Captain America, diese 87er irgendwas. Und vorne mit La Caca. Der La Caca. Dann den Vinicius Junior und Jesus, mein Freund. Oha, Jesus, Alter, warst sogar da dran, stimmt. Das sind ja Brasilianer. Okay, ich würde sagen, ich halte mal rein. Brasil. Und ich habe eine Idee. Du hast eine Idee? Ja. Warte mal, ich weiß nicht mal, wem ich da auf der linken Seite habe. Ich muss mal nochmal nachschauen. Da ist ja doch Gabriel Martinelli endlich. Hä? Ich hab den nicht geholt? Ich bin richtig lost gerade. Naja, egal, scheiß drauf. Wir holen den, falls du ihn nicht aufgeschrieben hast. Und vorne im Sturm gehen wir dann mit Pato. Oh, Junge, das hätte ich nicht aufschreiben können, fällt mir gerade. Ich bin mit MAP und Ginola gegangen, also einfach nicht, dass du die spielen darfst, so. Perfekt, Digga. Also ich muss den Gabriel Martinelli noch holen, war ein bisschen lost, Jungs, tut mir echt leid. Wir machen dann weiter. Weiter geht's mit der rechten Offensivseite bei dir. Ich bin mal mit dem Dreieck gegangen, was ich eigentlich nehmen wollte. Let's go. Okay, alles klar. Vorne im Sturm gehen wir mit einer Icon. Bei der Icon dürfen wir ja benutzen, natürlich, ne? Hallo? Ja, klar. Ja. Oh, danke. Ich hab genickt. Ja, 92er Puskas haben wir am Stand. Dann in der Mitte, super Karte, kostet auch momentan so 250.000. Guendouzi. Und auf der rechten Seite gehen wir mit Cengiz Ünder. Oh Mann, ich war in der richtigen Liga. MAP, Draxler und Messi, Mann. Let's go, wichtig. Nee.
Mann, okay. Pushkas von der GG, Mann. Geil. Geile Karte. Also der ist richtig gut in-game, aber auf jeden Fall, pass auf, geht's rein. Mit einer, also wirklich, Jungs, der ist besser als Messi, denn der heißt sogar Messias. Wo ist er denn? Junior Messias war zum Erspielen mal und hat eine geistkranke Karte und von einem Sturm. Gehe ich mit einer Flashback-Karte, die du, glaube ich, kennst. Morata. Man kennt ihn schön mit 90 Pace, Jungs, und dann rechts muss sich Kulusevski nehmen. Ja. Damit er noch Fullcamp kommt. Jo. Ja, wieder Premier League, Jesus, KDB und Mahrez. Habe ich auch geschrieben. Big, bisher schönes Rainbow-Team übrigens. Let's go. Ja, Jungs, machen wir weiter. Die beiden Außenverteidiger. Jetzt wird jemand gesniped. 100%. Geh rein. Jungs, die beiden Außenverteidiger. Wir gehen rein. Die zwei Namen aufgeschrieben. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja, also, ja, den rechten hast du safe nicht, weil da gehe ich in eine andere Liga. Auf ganz entspannten Mokiele wird das Ganze mal machen. Und links gehe ich rein mit dem guten Cornet. Keine Ahnung. Mann. Cool. AS und Guardado. Big. Ah, dafür hast du gleich meinen Keeper wahrscheinlich. Ich gehe mal rein mit deinen IVs. IVs wahrscheinlich mit deinen Außenverteidigungen. Perfekt. Okay. Okay. Und zwar, mein Freund, auf der linken Seite. Vielleicht kennst du ihn. Der heißt Cornet. Ja. Und auf der rechten Seite, also, zwei Namen. Entweder gehe ich jetzt mit Klaus oder mit Atal. Ach komm, Klaus. Klaus. Man kennt ihn. Grüße gehen aus. Kannst du einen Bronze-Keeper schön machen. Ja, machen wir weiter, Jungs. Die letzten Positionas. So, Jungs, wir kommen zu den Innenverteidigern und zum Hüter. Also ich bin gespannt, ja. Wie sonst was. Ich glaube, ich habe einen richtigen Riecher, aber es kann auch komplett daneben gehen, sage ich ehrlich. Das schauen wir mal. Und zwar in der Innenverteidigung. Auf der rechten Seite gehen wir mit einer Informkarte von Marquinhos. Ja, 89er Marquinhos. Dann links von Arsenal Gabriel und im Tor Navas. Oh mein Gott, Navas, denn das wirklich? Lori Varania KT jetzt auch, glaube ich, in Franzosen. Ach, keine Ahnung. Ich halte es einmal weg, komm. Super. Ich halte rein. Abfahrt. Ja, okay, alles klar. Nämlich, du hast New York KT aufgeschrieben und ich gehe mit dem guten Cola rein als IV und dahinter spielt der Timo Horn als Info, wenn ich den irgendwo nochmal sehe. Da bist du doch. Und links Carlos Puyol Icon. Let's go. Icon habe ich einfach so Cannavaro geschrieben. Dann Klostermann und Gulaschi. Danke, mein Freund. Ey, das war so big. Knapp, das ist ey. Big, das ist big, Jungs, let's go, man. Also beim Teambau, Real Talk, ich hab ein bisschen reingelackt, aber ich hoffe, beim Gameplay gleich auch, das wäre big, man. Danke. So, Jungs, wir werden jetzt richtig reinspitzen. Wir gehen, let's go. So, Jungs, wir gehen okay. Rein, let's go. Also, die Teams sehen auf jeden Kaka. Fall sehr, sehr nice aus. Ah, der La Caca ist auch am Start. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, meiner? Nein! Unglaublich! Da bist du doch, Junge, mit Playerlock, Alter, wie hab ich denn das gemacht? Ich bin im Qualifier jetzt, ne? Guck mal da. Christian gegen Luis. Gegen Luis Hamilton. Warum sind die so langsam, Dicker? Warum sind meine Spieler so langsam? Wie ging der rein? Dein Torhüter stand da, der ist mit ins Tor geflogen, glaube ich. Oh mein Gott. Okay, EA, grüße gehen raus. Ey, seitdem ich das EA-Handtuch anhabe, ich will bloß mal ganz kurz sagen, seitdem läuft's, ne? Come on. Jetzt aber! Ah, ja, let's go! Ich kann nichts machen. Danke. Was also da hat kein lustiger. Blatt mehr reingetroffen, Leute. Deswegen, also Junior Messias, ich hab's ja gesagt, der Typ ist gestört, Jungs. Let's go, man. Mit 81 Gott. Schießen klappt er ihn rein. Richtig. Taker, Hilfe. Ey, willst du mich verarschen hier, oder was? Was soll das? Let's go! Das war, Junge. Boah, Tiki-Taka, Hilfe. Oh nee. Nein. Ein Mensch so einen Lack haben. Wie kann ein Mensch so einen Lack haben? Das ist geisteskrank. Ey, Jungs, ich konnte gerade gar nichts anderes mehr machen, außer ein Tor zu machen. Also wirklich, es ging nicht. Unglaublich, ne? 6-2.
GG's. Also Jungs, ich sag's euch ganz ehrlich, das war bodenlos. Yay, war so auf meiner Seite. Also das letzte Tor zum Beispiel, ich konnte es nicht machen, sage ich mal so. So Jungs, also ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass der Max heute mich hier, auseinander nimmt. Viel Discards. Also es ist 100%, das was krass ist, es ist 100%. Ja, okay, Alter, 4, also ich weiß nicht, ob ich schon mal 4 hatte, Jungs, muss ich mal kurz selber zwicken, aber das Ganze ist real, pass auf, ich gehe erstmal mit ein paar. Zentrale irgendwo, ich gehe mal, pass auf, du hast KK nicht umgestellt, wir machen mal beide ZMs erstmal weg, so. Dann gehen wir auf safer Basis, dass du KK noch im Tor stehen hast, also 2 ZMs, also die beiden, dann ein Hüter. Und was randommäßiges. LMRM LVRF RF. Nee, RV, perfekt. Ich nehme den RV, let's go. Also rechten Verteidiger, Torhüter und Bayer Zidane. Wer ist es? Tut weh. Noch einmal den Martinelli. Torwart Navas. Ich hab 4 Brasilianer und du hast 2 Brasilianer getroffen. Du hast einmal den Pato getroffen, Flashback. Ike und Kaka hast du getroffen. Guten Morgen. Also das Ding ist, Leute, ihr dürft da draußen nicht vergessen, das war der Pick und der kostet 800k. Also du stößt dir keine 450 oder so ab, du stößt gerade 8. Ach, ja, wirklich. Ich glaube, ihr könnt euch denken, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gehen rein, Jungs. SPC, let's go. So, Jungs, ich kann es immer noch nicht glauben. Wir stoßen gerade Kacke ab. Ja, der kostet ungefähr 400, 500k. Unter anderem aber 800.000 ausgegeben für den scheiß Pick. Dann Pato, auch ein super Spieler. Martinelli Navas. Ja, wir geben ab. Kommunikation, Dankeschön EA dafür. So Jungs, also wir versuchen es nochmal. Wir geben jetzt langsam hier ab, damit auch EA hier zufrieden ist. Ja, super. Ja. DJ, mein Freund. Jungs, lasst ein Like da auf jeden Fall. Keine Ahnung, 2, 3, 5.000, was ihr Bock drauf habt. Lasst ein Abo da und checkt auf jeden Fall die Folge bei Max aus. Ich bin traurig. Wir sehen uns dann auch hier auf Twitch in der Live jetzt. Ja, Fuß geht raus. Ciao, ciao.